Nach 2 Jahren Zwangspause endlich wieder buntes Treiben, als wäre nie etwas gewesen. In zahlreichen deutschen Städten haben Hunderttausende Menschen ohne Einschränkungen Rosenmontag gefeiert, zum ersten Mal seit der Pandemie. In den Hochburgen am Rhein sollen die Umzüge mit ihren Motivwagen mehr als 1 Million Zuschauer angelockt haben. In Köln bejubelten die Jecken das 200-jährige Bestehen ihres Straßenkarnevals. Zum Jubiläum lachte die Sonne über Köln. Ein besonderer Rosenmontagszug. Anders als all die Jahre zuvor fiel heute der Startschuss auf der rechten Rheinseite. Kölle! Hunderttausende kamen, um zu feiern. Eine tolle Kulisse für die Jecken im Zug. Das war einfach phänomenal, nach 2 Jahren wieder durch Köln ziehen zu dürfen. Das auf dem besonderen Wagen. Sprachlos. Nach 2 Jahren Durststrecke überall lachende Gesichter, auch die Polizei zufrieden. Das ist eine total ausgelassene Stimmung. Natürlich war es auch an einigen Stellen ein bisschen enger, da haben wir dann auch ausgeholfen. Mancherorts so eng, dass der Zug stockte. Gut für die Zuschauer, die dadurch 1,5 Stunden länger etwas zu gucken hatten. Die Persiflagewagen gewohnt politisch bissig. Ein Robert Habeck, der vor dem Emir von Katar den Bückling macht und nach Gas fragt. Ein blutrünstiger Putin dreht die Welt durch den Fleischwolf und geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Auch in Düsseldorf unmissverständliche politische Botschaften. Unter anderem die Klimakleber der letzten Generation ein Thema. Ganz klar fragen wir, wer ist hier der Klimaterrorist, ne? Derjenige, der protestiert, oder die ganze fossile Industrie, die weiterhin CO2 in die Luft bläst. Wir feiern das Leben, das Motto in Düsseldorf. Und das haben sie getan. Im Schatten des Mainzer Doms rollt auch hier der Rosenmontagszug wieder. Der Höhepunkt der Fastnacht. Erst recht nach 2 Jahren Corona-Zwangspause. Ja, wir sind natürlich schon nervös, ne? Nachdem jetzt jahrelang nichts war. Und dann haben wir natürlich bestes Mainzer Wetter. Da freuen wir uns natürlich ungemein. Ist alles gut, alles wunderbar hier. Schön. Schön politisch die Motivwagen mit der Weltlage im Blick. Kalter Entzug beim russischen Gas und unverblümte Botschaften an den russischen Präsidenten. Alles reiht sich ein in das Motto des Zugs. In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Dafür steht auch das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar beim Mainzer Karnevalverein. Kai und Sven, die Ersten. Offenheit, Toleranz und überhaupt auch das Zugmotto noch dazu, das begleitet uns einfach durch die ganze Kampagne. Ist einfach toll. Ja. Mehr als 500.000 Zuschauer feiern. Ein Besucherrekord. Am Ende der Corona-Durststrecke. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. Februar. Das Hoch über dem Mittelmeer bringt dem Süden und Südwesten auch morgen viele Sonnenstunden. Der Norden bleibt unter Tiefdruckeinfluss. Heute Nacht regnet es vor allem von der Oder bis zur Nordsee. Nach Süden hin ist es oft klar, regional bildet sich Nebel. Nach dessen Auflösung scheint dort morgen die Sonne. In der Nordhälfte und im